Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video zum Thema Zehnerpotenzen, Gleitkomma-Darstellung und Einheiten vorsehen. Dieses Video soll dir einen guten Überblick über den relevanten Inhalt in diesem Thema geben und wesentliches Einzelwissen zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Wir beschäftigen uns zunächst mit den Zehnerpotenzen. Das sind Potenzen, die als Basis die Zahl 10 und einen ganzzahligen Exponenten haben. So ist dir vermutlich 10 hoch 3 als 1000 bereits bekannt. Die Tabelle gibt dir einen weiteren Überblick. Oft ist es auch hilfreich, sehr große und sehr kleine Zahlen mit Hilfe von Zehnerpotenzen darzustellen. Du siehst hier als Beispiele 7 Milliarden, als 7 mal 10 hoch 9, 3 Zehntausendstel, als 3 mal 10 hoch minus 4 oder 234 Millionen als 234 mal 10 hoch 6 dargestellt. Die Gleitkomma-Darstellung ist eine normierte Form, um Zahlen mit Hilfe von Zehnerpotenzen darzustellen. Die Vorzahl a vor der Zehnerpotenz darf dabei eine Zahl sein, die größer oder gleich 1 ist, aber kleiner als 10. Du siehst hier als Beispiele 9304 als 9,304 mal 10 hoch 3, 0,0005 mit 5 mal 10 hoch minus 4 oder die Lichtgeschwindigkeit, die gerundet auch als 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde dargestellt werden kann. Praktisch ist es auch, einen Überblick über die Bedeutung der Einheiten Vorsilben zu haben. Die Tabelle gibt dir einen guten Überblick. Die Vorsilben Kilo, Hekto, Deka, Dezi, Zenti und Milli sind dir sicher aus dem Alltag bekannt. Kennst du aber auch ihre sprachliche Bedeutung? Das Wissen um die Bedeutung erleichtert dir ein einfaches Umwandeln. So kannst du zum Beispiel 5 Kilo als 5 mal 10 hoch 3 Gramm umwandeln, denn Kilo bedeutet ja bekanntlich 1000 und 1000 kann man als 10 hoch 3 darstellen. 3 Mikrometer sind hingegen 0,000003 Meter, also ein Millionstel Meter. Die Bedeutung von Mikro ist hier Millionstel. Ich hoffe, dass du nun einen guten Überblick über Zehnerpotenzen, unterschiedliche Zahldarstellungen, Einheitenvorsilben und die Gleitkomma-Darstellung hast. In dem Fall wünsche ich dir noch viel Freude mit der Mathematik.